Anstatt ständig über das Problem zu reden, können wir auch über die Heilung und über die Lösung nachdenken. Alles, was durch unseren Mund rausgeht, was wir hier oben denken, was wir mit unseren Augen sehen, was wir mit unseren Ohren hören, das hat alles Einfluss auf unser Unterbewusstsein. Alles hat Macht auf unsere Energie. Und ihr kennt es vielleicht, gab es schon einige Posts dazu, dass unsere Energie so wertvoll ist, dass die Werbung Millionen, sogar Milliarden dafür ausgibt, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie wissen, wenn ich etwas ständig in der Werbung sehe, dass ich unbewusst dahingreife und es kaufe, im Endeffekt. Also, was schaust du dir an? Was hörst du dir an? Welche Worte sprichst du? Was sind deine Unterhaltungen? Was ist dein Fokus, wenn du sprichst? Was ist deine Absicht? Was sind deine stärksten Gefühle jeden Tag? Und in welche Richtung soll es gehen? Dazu mache ich nochmal ein extra Video, in welche Richtung soll es gehen, wie du das machst, um wirklich dein Leben, deinen Alltag, deine Zukunft so schon mal mitzugestalten in Kombination mit deinem Unterbewusstsein Hand in Hand, dass es so kommt, wie du es haben möchtest. Es kommt natürlich der ein oder andere und sagt, ja, nee, wie es Gott möchte, ja. Aber wenn du Fokus hast auf die Scheiße, da kommt nur die Scheiße, weil du mit Gott co-kreierst, beide zusammen, du und die göttliche Energie, die durch deine Adern fließt, die durch deinen Körper fließt, die ist doch in deiner Energie drin. Also verändere du deine Energie, damit die göttliche Liebe, die durch dich fließt, mit dir das Beste vom Besten anziehen kann. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis dann.